Na, das war ja gar nicht mal so gut. Ob das die Jungs und Mädels vom 17. Gotha Schlossmeeting heute hier am Schloss Friedenstein in Gotha ein bisschen besser hinkriegen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Nach der Eröffnung mit Minister Jürgen Reinholz und Tankred Schipanski sicherte sich Nils Paschold mit 8,13 Meter den ersten Platz in der Wertung der Rollstuhlfahrer. Bei den Frauen stieß Christina Schwanitz die 4-Kilo-Kugel mit 19,69 Meter am weitesten. Guter Beginn, Eröffnung, genügend Leute, trotz gefühlten 45 Grad hier auf dem Schloss. Wir Athleten halten uns noch ein bisschen mit kühlem Wasser beim kühlen Köpfchen. Frauen haben auch gut gestartet und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Tempo machen. Meine Ziele sind, dass ich mich heute nicht verletze. Das wäre mal was Schönes bei einem Schlossmeeting, ne? Weil hier gebe ich alles, mein Saisonhöhepunkt. Und das heißt, ich bin richtig zufrieden, wenn 18 vom Komma ist. Übrigens, Lokalmatador Andy Dittmar hat beide seiner Ziele erreicht. Und bei den Herren verwies David Stoll den Olympiasieger Tamas Majewski mit 21,52 Metern auf den zweiten Rang. Gotha im Schlossmeeting ist schon immer was Außergewöhnliches. Ich bin jetzt das dritte Mal hier und es ist wie immer ein schöner Wettkampf. Ja, ich finde das Meeting sehr schön. Ich war jetzt schon ein paar Mal hier. Es ist mir immer eine Freude, hierher zu kommen und Andi und die Jungs zu sehen. Wenn man jetzt so wie ich die letzten Wettkämpfe immer in Stadien gemacht hat, wo man weit weg ist vom Zuschauer, freut man sich ungemein, dann wieder mal hierher zu kommen und die Zuschauer so live zu erleben. Und das macht es auch besonders hier. Dieses Familiäre ist schön. Also einfach so, dass das Publikum so nah dran ist, dass die Leute auch jedes Jahr herkommen und das ein fester Stamm mittlerweile geworden ist. Und das finde ich sehr schön. Nun ist 17. Schlossmeeting vorbei. Es hat wieder unheimlich Spaß gemacht. Die ganzen Anspannung, Stress vorher, der ist dann wie weggeblasen, weil es hat funktioniert. Die Zuschauer sind zufrieden, die Athleten waren zufrieden. Wir haben in 21:52 eine grandiose Weite erlebt von David Stoll. Der Olympiasieger ist strahlend weggegangen. Ich habe meine 18 vorm Komma. Christina Schwanitz, zweitbeste Weite, die wir in Gotha gesehen haben im Frauenbereich. Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr?